Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 30 unseres gemeinsamen Let's Plays zu The Evil Within. Und an meiner Seite, wie immer, begrüße ich die gute Kirby. Schönen guten Tag und wie cool war das gerade mit dem Nachladen Gut, ne? anzufangen, oder? Voll geil. Ja. So, wir sind hier, wir haben hier, ne? Wir sind hier gestrandet. So, hier sind wir nämlich hochgekommen irgendwo. Guck mal, was für eine schöne Klause eigentlich, ne? Das ist ja so ein Ja. schickes kleines Bett, ganz viele Bücher, Und schau mal, Kerzen. wieso haben wir das denn? Keine Ahnung, ist ein Safe. Das gibt's ja nicht. Ein Schlüssel. Also manchmal bin ich ja wirklich froh, dass man noch mal zurückgeht. Ja, nur um zu zeigen, wo man hergekommen Ja, ist. aber wirklich. Ah, Aber es sieht diesen total Safe. aus wie so bei, was weiß ich, bei Risen oder bei jedem anderen Rollenspiel, ne? Ja, So ja. diese alten Holzmöbel, die so angeranzt sind. Dann hast du ein Bett, deine Bücherregale. Total. Das ist voll Hammer. So. Da könnte ich mich direkt einrichten. Ich habe ein Haus gekauft. Ja, wie gesagt, das wäre noch schön, wenn das hier wirklich ein Spiegel wäre, ne? Ja, ne? Dann Ja. wäre es Opti. Aber naja, gut, man kann nicht alles haben. Nee. So, und wir sind hier stehen geblieben. Wir wollten hier runtergehen. Hast du eigentlich noch großartig viel Gesundheitsregenerationsmaterial? Überhaupt gar nichts mehr. Alles klar. Ich Dann würde habe ich nur noch sagen, einen Schuss von ich der wollte erst sagen, Schrotflinte. dir geht's halb schlecht, dann sagen wir einfach, dir geht's halb gut. Ja, aber wir haben zwei Schlüssel. Ja. Und wir haben jede Menge Amazing. Juice. Das heißt, wir können uns einmal Munition holen und einmal Glibber. Ja, guck mal, vielleicht ist hier ja oben was. Oh, whatnot. Halten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was war das denn wieder für ein Gegner? Weiß ich nicht. Das war ein Quadratschädel. Ach, diese Riesengegner, die ziehen bei mir so derbe. Da Ja. kriege ich direkt wabbelige Knie. Ach ja. Bumm. Mann, Mann, Mann. Ich muss wieder ab mehr abhärten. Bitte lass hier was Gutes drin sein. Oh, ein bisschen Schrot. Ja. Schrot wäre gut. Oh, Ah, das naja, ist aber gut. auch gut. Das stimmt. Willst du das schon mal auf den Schnellzugriff machen, wenn der Gute gleich kommt? Das mache ich. Oh, bitte. Das ist doch Schrot. Das ist doch super. Das ist doch super gut. Oh, da war noch was drin, oder? Nee, Guck ich mal. meine nicht. Das habe Ach, ich das ist nur auch. so ein vorstehender Stein. Genau, ich Okay, dachte auch schade. zuerst, ist das auch noch ein Safe? Ja, sah so aus. Okay, also, dann schauen wir jetzt mal. Die Haben wir einen freien Spritze werden wir Slot? uns mal hier Jetzt ist nur machen. die Frage, hast du noch irgendwelche Pfeile? Einen einzigen Gefrierpfeil? Aber dafür. Kannst du welche machen? Genau, sollen wir mal hier so Ja, Explosivbolzen? ich Können wir liebe uns die zwei Dinger. Stück machen? Finde ich gut. Wir haben auch noch welche Safe. Zurückgelassen. Genau. So, machen wir mal den. Oder soll Im ich vielleicht noch Sommer. so einen Elektrobolz? Oh Gott, was habe ich Ja, denn jetzt gemacht? hast alles weggehämmert. Aber wirklich alles. Ja, dann, weil wir von den anderen eh noch welche haben. Wenn wir jetzt, vielleicht kommt jetzt direkt ein Spiegel, dann ärgern wir uns wieder. Genau, dann nehme ich noch mal Schockbolzen. Ja, Oh finde Mann, ich die gut. kosten ja mehr. Oh ne, dann nicht. Was haben wir denn noch? Ah, Blend ist scheiße. Ja, Blend ist doof. Wie viele normale kann man denn davon machen? Also ohne Effekt. Zwei. Naja, ich weiß nicht, wie der Schaden ist, ehrlich gesagt. Wir könnten auch zwei Blendbolzen. Aber Ah, Blend wohl finde nee. ich Ich doof. glaube, ich mache einfach noch einen Explosivbolzen. Na gut. Na? Wie viel kann man denn tragen? Ja, mehr als zwei bestimmt. Ja. So, da hast du alles prima zugewiesen. Ja, würde ich auch Finde sagen. ich gut. So, jetzt machen Außer wir wir müssen noch. snipern, aber wenn man snipern muss, hat man eh meistens Zeit, sich die dann auch nochmal zu nehmen. Ganz genau. So. Das behalten wir jetzt erstmal hier. Was ist das denn da unten? Was ist Aber es ist das wirklich merkwürdig, dass, also bei mir ist das zumindest so, welche Waffen ich favorisiere, wirklich völlig spielabhängig ist, ne? Bei Destiny zum Beispiel habe ich, glaube ich, erst einmal eine Schrotflinte benutzt, weil es halt einfach zum Spiel nicht passt. Hier finde ich die Schrotflinte natürlich am allergeilsten. Ja, stimmt. So, ich guck mal gerade ganz kurz, wo wir uns hier, das ist gerade So ein runtergegangen, ne? Opferraum oder was? Das wird bestimmt auch hochgehen. Da hinten ist eine Tür. Ah, ich glaube, ich versuche zur Tür zu kommen und hoffe, dass das ein Spiegelraum ist. Tun Sie das. Herr. Wer ist der? Ja, ich Sebastian mit höre es, ich Nachnamen? höre es. Ja! Caballos oder sowas? Caballé. Nee, Moment, das war jemand anders. Oh, gucke Oh. mal. Wie bestellt, ne? Aber wirklich. So, was ist das? Ich gucke noch mal ganz kurz, ob hier irgendwas anderes liegt. Nur, glaube ich, eine Notiz. Ja. Ah, wieder so ein Tagebuch. Lillys, oh, Geburtsanzeige.
In Liebe begrüßen wir Lily Lynn Castellanos, geboren am Castellanos. Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr. 3,31 Kilo, 35,5 Zentimeter. Boah, Der Kn groß. ja. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Ha. Dramatisch. So, tschüss. Wir müssen kurz Wie investieren. groß war das Kind? Ja, klein war es. Klein. 35,3, ja. Klein, ne? Normal. So über 50 Zentimeter, oder nicht? Der besorgte Typ also. Hä? Wir sind der besorgte Typ. Ja, Ist da das konnten so? wir irgendwas lesen. Katakomben entdeckt, Unterkirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Hatten wir das schon? Nee. Behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Ja. Who you gonna call? Ghostbusters! Okay. So, nee, wir speichern jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal Noch nicht. unsere Sachen auffüllen. Schlüssel, wir haben Schlüssel. Genau. Zwei an der Zahl. Eigentlich auch voll creepy da und trotzdem fühlt man sich da so wohl, So, ne? ich guck mal gerade Da ganz unten ist kurz. Kann es. man. Ah, siehst du? Boah, Nein. vier Stück, Halleluja, okay. So, dann. So, jetzt kann ich einen nehmen. Haha. So sieht's nämlich Drei Stück aus. kann man tragen. Ja, genau. Na gut, die verkommen ja nicht. Wir werden noch ein paar Mal wiederkommen. Es gibt ja noch 7 Level. Richtig. Also, welche soll es denn heute sein? Ja, die Seite gefällt mir schon Die mal. hier? Ja. Und ich würde sagen, wir nehmen die oberste Reihe. Zweite von rechts. Dieser hier, ja. Ja. Ta-ta-ta-tam. Das sieht. Pistolenmunition. Das wäre Oh. ja totale Nullpist. Den nächsten darfst du entscheiden. Ich habe heute keinen Zugang zu den höheren Mächten, die Ich mich nehme ja mal steuern. hier Number One. Ach, Glibber, na toll. 5000. Da können wir uns aber ordentlich aufwerten jetzt. Ja. Naja, aber ich meine, Gesundheit wäre eigentlich wichtig gewesen, aber Munition war ja auch nicht so schlecht bestellt im Moment. Nö, eben. Ist Also. alles gut. Und wer weiß, wofür es noch gut ist. Ich finde es einfach auch immer schön, was in Reserve zu Ich haben. wüsste gern, wenn du jetzt gesundheitsmäßig dich irgendwie in irgendeine Richtung aufwertest, ob du dann auch wieder ganz gesund bist. Glaub nicht, so funktioniert das Spiel nicht. Zeit, das auszuprobieren. Das wäre Fitness dann, ne? Obwohl, eigentlich, weißt du, was mehr Zeit wäre? Hier mal den Schadensmultiplikator von der Pistole noch weiter hochzumachen. Ja, der ist echt nicht so toll. Aber wir haben den schon dreimal aufgewertet. Das ist Ja, bitter. ich meine, es ist immerhin noch eine Pistole. Ich meine, klar, haut die nicht 4 Leute auf einmal um. Ne? Das ist halt. Warum nicht? Ja, es liegt am Kaliber, würde ich sagen. Na gut, dann gucken wir mal, was die Fitness sagt. Ach, 10.000, heieiei. Teuer. Ja. Das entspricht unserem Geiz nicht. Nee, boah, 30.000. Spritzenent. Spritzenwirkung. Spritzenwirkung. Ich Aber glaube, er das ist auf nehmen wir Stufe mal. 2, ja, würde ich auch sagen. Halleluja, da wird der weggehauen. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt wirklich einfach. Ich mache den Schadensmultiplikator von der Pistole. Wir haben jetzt so viele Munition Ja, wir hier. müssen da schon was mitmachen. Genau. Haben wir nur noch 700. Was Ja. ist denn die Magazinkapazität? Die kostet sicherlich mehr, ne? Auf Stufe 3. Ja. Ja. Okay, Aber das hier, Nachladegeschwindigkeit. ich dachte halt, Komm, nehmen weil wir. wir noch was da liegen hatten, Super. hätten wir was mitnehmen können. Jetzt geht's mir gut. Bisschen Kopfschmerzen, aber sonst. Völlig in Ordnung. Ja gut, So. es bringt auf jeden Fall nichts. Obwohl, haben wir in Fitness jetzt überhaupt was investiert? Nein. Okay. Dann wissen wir doch nicht, ob uns das geheilt hätte oder nicht. Nee, das war mir irgendwie zu teuer, ehrlich gesagt. Ja. Aber Moment mal, wieso zerbricht das denn eigentlich hier nicht? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sowieso gleich eine Tür kommt, wo es kein Zurück mehr gibt. Haben wir Okay. jetzt gespeichert? Nee, soll ich das nochmal schnell Ja, machen? sonst müssen wir das nämlich immer wieder machen. Eventuell. Guter Einwand. Na? So, da sind wir wieder. Oh, jetzt Oh. aber. Ah, Jetzt. guck mal, hier sind wir. Eieieiei. Geht es Ihnen nicht gut? Doch, doch. Mir geht Sie es sehen gar nicht gut. Ach. Den Umständen entsprechen. Aber wirklich. Mir geht es super gut. Mir geht es gut, mir geht es sehr, sehr gut. So. Gibt's hier noch irgendwas zum Einsammeln? Bisschen Musik machen? Nö, nö, nö. Nope. Hier noch was Missing Neues? person.
Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Aber nicht gänzlich unmöglich. Das wäre mir aber gruselig, wenn ich sehen würde, wie jemand in den Boden rutscht und dann nicht mehr auffindbar ist. Würde ich schon denken, was ist denn da los? So. Und raus geht's. So, ich habe ein bisschen Angst jetzt, aber nur leicht. Ich habe auch eher nur Angst, kaputt zu gehen. Ja, aber jetzt musst du ja keine Angst mehr haben, kaputt zu gehen, weil... Doch, habe ich immer. Ja, gut. Aber auf jeden Fall verlierst du dann, also du musst nichts doppelt machen bis jetzt. Das stimmt. Jetzt ist alles gesichert. As so, safe as it can be. Die Ladies kann man nicht mehr gut erkennen, die Tempelwächterinnen. Nee. Oder Wächter mit Kleidern, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ach, guck mal, da hier kann man was einsetzen. Ja. Ob wir das wollen? Passt. Hey, passt. Ja, der hat schon gesehen, wer dahinter war, ne? Ja, ist ihm aber egal. Ja, das ist jetzt wieder blöd, ne? Okay. Wer soll dein Herzblatt sein? Die rechte oder die linke Seite? Oh, ei, ei, ei. Was schimmert denn da hinten? Da kommt so lila Wasser raus und da ist so ein Rad. Wollen wir mal hin? Ja, aber auch nicht. Das ist so gut wie jede Seite, ne? Sieht irgendwie giftig aus. Bisschen. Aber es sieht auch aus, als könnte man das da ausschalten mit dem Rad. Richtig. Ist auch Poison. X. Ganz schnell. Ach so. Da. Siehst du, da steht so, was das ist da. Inhale, was? Inhalation Hazard. Ja. Inhalationsgefahr. So, ich gehe aber jetzt erst noch mal auf die andere Seite, oder? You always do that. Ich weiß es halt nicht. Ja, dann mal. Ja, komm, wir probieren mal. Ich gehe direkt wieder. Nee, ich gehe erst mal gucken. Die Neugierde wird dein Untergang sein. Ich glaube auch. Lalala. Ich kann aber ganz schön viel sprinten, ne? Ja, das hat sich schon mal, was bezahlt da gemacht. Galibber. Ich finde die Musik so schön. Ja. Je weiter man von der Musik weggeht, umso blöder finde ich das. Da kriege ich wieder Angst und kalte Füße. Was ist denn da? Ah ja, danke schön. Nix ist da, außer alte Steine. Ja, sieht aber auch, guck mal, das sind lauter Köpfe, hast du gesehen? Rechts, guck mal, die Gesichter da. Genau dein Kopf jetzt davor. Ja, die guck hier, mal. Ne? Ekelhaft. Ah, voll die Spikes. Gott, was ist hier passiert? Was für eine Folterhöhle. Aber das sieht doch schon mal aus, als könnte man ja ein paar Sachen finden. Boah, guck mal, was ist das denn, eine Streckbank? Das sind auf jeden Fall Folterinstrumente. Es gibt doch so ein Museum, glaube ich, in Holland oder so, ne? Hab ich mal gehört. War ich noch nicht. Mit so Folterinstrumenten. Mhm. Eiserne Lady und so. Ist ja gruselig. Ja. Du stehst da auf irgendwas. Oh. Boah, ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, was das alles ist. Was ist das für eine komische Grube? Tja, guck mal, die Köpfe da alle. Da wurden die verbrannt, wenn die nicht mehr gesprochen haben wahrscheinlich. Meinst du, die kann man kaputt machen? Natürlich kann man die kaputt machen. Nee, kann man nicht. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Wie lautet die Kombination? Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine, der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Aha. Guck mal, da kann man an dem Hebel ziehen. Magst du das nochmal machen? Hier an dem? Ja. Oh Mann. Ja, aber ich will wissen, ob dann irgendwie, vielleicht kommt dann ja was. Ja, gut. Schlüsselmäßiges. Das ist, glaube ich, zu offensichtlich, ehrlich gesagt. Wow. That scared the crap out of me. Aha, aber ich muss da wahrscheinlich jemanden drunter lenken. Oh no, ich mache mir in die Hose. Ich habe doch so Angst vor so schnellen, dicken Gegnern. Kann ich draußen warten? No.
Oh. Wir können nicht mehr zurück. Das ist das Ende. Das ist die Oh, falsch, stopp! Entschuldigung, wenn ich gerade ins Mikrofon geschrien habe. Ich entschuldige mich. Völlig in Ordnung. Ich wollte nur dein Leben retten. Das hast du. Ist das die falsche Seite? Nein. Nein. Oh. Kalin. Echt vielen, vielen Dank. Wirklich. Gerne. Muss ich jetzt einfach hier runter? Naja, du hast keine andere Möglichkeit. Aber das sieht aus, als wäre es so heiß. Heiße, heiße Füße. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Das sind so Zahlräder. Zahnräder. Zahl oder Zahn? Zahn, ne? Zahnräder, ja. Wie die Zähne. Muss man da drauf schießen oder? Wie oder was? I don't know. Guck mal, da geht's doch irgendwie hoch, oder? Wo? Da ist so oft so ein Fenster. Kann man nicht da die. Der kann ja nicht klettern, ne? Ja, was machen wir denn jetzt? Zurück kannst du ja auch nicht. Da gibt's denn hier irgendwas? Kann man da unten durch? Jetzt am Ende des Gangs ist hinter dir. Guck mal da. Nee, ist alles total verriegelt und verrammelt. Gut, da müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir was machen können. In den Raum, wo wir jetzt kommen. Das sind auf jeden Fall hängende aus Spikes von der Decke runter. Jo. Ja, scheiße. Kann man da irgendwas abschießen? Ja, vielleicht. Wahrscheinlich muss man, müssen die Spikes runterkommen, bevor man da unten ist. Und dann kann man über die drüber laufen, wahrscheinlich. Ach so. Ja, genau. Super. So habe ich mir das gedacht. Und jetzt kannst du da rein. Oder auf der anderen Seite. Da, oder? Kann man nicht? Oh nein, die Decke kommt. Hilfe. Oh, das ist Tür. Ja, das ist schon richtig so. Ah, Gott sei Dank. Halleluja. Hat mich kurz gebrochen. So. Aber was für eins. Ja, gut, dass du es gesehen hast noch. Ah, ja, du hast den ja auch gesehen. Fieser Typ, ne? Ja. Hätten wir dann doch diese eine Tür, hätten wir dann vielleicht doch absuchen können. Welche Tür? Durch die ich nicht durchgehen wollte. Ach so, ja, ich glaube, da kommen wir eben hin zurück, oder? Das ist, glaube ich, dass es sowieso sich im Kreis führt. Ey, also, da ist hier nichts mehr drin, oder was? Die wollen uns nichts mehr geben. Mal eine Ratte. Da schüttelst dich direkt. Ja, Entschuldigung. Ich muss mich immer schütteln bei sowas. Sein. Ja, da ist auch so ein kleiner Gang, den würde ich nehmen. Ja. Ja, ja, da kann man nicht durch. Da irgendwas fällt dann wieder von der Decke. Genau. Oh, Glibber. Ohne Falle am Ende. Pass auf, da ist ein Stolperdraht über der Kerze. Ah, da, okay. Ich hab's schon gesehen. Ja, ich bleib einfach mal geduckt. Und nehm mir das mal. Haha. Sehr gut. So. Da eine ist eine Flasche. Wurfgerät. Ich kann eigentlich, weiß ich solche Worte. Aber wenn ich Angst habe, kann ich nicht mehr sprechen. Ja, genau. Würde ich auch mal. Erstmal gucken, was da kommt. Da ist doch noch was. Ja, irgendwas hat das ja gerade aktiviert. Die Falle. Oh Mann, ey. Was eine Furunkelfresse. Aber gut, jetzt hast du den ganzen Fallenmechanismus, hat der jetzt aktiviert. Obwohl ich glaube, dass das wieder zurückgerutscht ist. Oh. Ah, ja. Geht's dir gut? Mir geht's ganz gut, ja. Aber jetzt sieht man auch, die Pistolenmunition, die ist schneller weg, als einem lieb ist. Mhm. Naja, wir haben ja noch was davon. Okay, das also hat da der ist hier. Auch wieder so eine Falle, woran man ziehen kann und dann knallt das von der Decke. Genau, genau. Aber, tja, was machen wir? Da ist auch noch eine Tür, rechter Hand, ne? Wo? Linke Hand, meine ich natürlich. War noch eine Tür? Ja. Ach ja, stimmt, das war hier so eine... Ach,
Kann man nicht? Nee, nee, verriegelt. Verschlossen, okay. Sollen wir denn gucken, was hinter dem Gitter ist im nächsten Teil? Ja, das ist eine gute Idee. Leute, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.